Pfotenfreunde, ich bin's, euer Tobi, und ich sag euch heute, wie mein Tag war. Als erstes sind wir ganz früh aufgestanden und sind zum Feld. Da sind wir eine ganz große Runde gelaufen, bevor es warm wird. Das ist im Moment so eklig, die Wärme. Danach war ich mit Mama, Omi und Omi Eis essen. Das ist so lecker. Zieht ihr auch immer was ab? Wenn es so richtig warm ist im Sommer, kriege ich auch eine ganze Kugel für mich alleine. Danach sind wir wieder nach Hause gegangen und haben uns ausgeruht und dann sind wir wieder aufs Feld. Da habe ich dann meine drei Freundinnen getroffen, sind die nicht süß? Und die Schafe waren auch wieder da. Dann musste ich wieder Maulkorb-Training machen. Das ist so blöd. Kennt ihr Maulkorb-Training? Ich will mich einfach nicht an dieses Mistteil gewöhnen. Mal laufe ich besser damit und mal schlechter. Aber da mache ich euch auch noch ein Video zu. An dem Tag lief es eigentlich ziemlich gut. Und ich auch. Den Maulkorb trage ich, weil ich immer so gerne Mädchenpipi ablecke und meine Mama das nicht will. Ich weiß gar nicht warum, das schmeckt so lecker. Sie sollte das einfach mal probieren. Findet ihr nicht auch? Dann habe ich einen Maikäfer gefunden. Der soll Glück bringen, sagt meine Omi. Der war so interessant und so klein. Mama hat gesagt, ich darf den nicht essen, dann bringt er kein Glück mehr. Als wir danach wieder zu Hause waren, haben wir uns ausgeruht und danach waren wir wieder im Garten. Meine Omi hat mit Ginny gespielt. Ballschießen, das findet sie super. Sie darf ja nicht mehr so viel rennen wegen ihren Knochen. Aber da hat sie Spaß dran. Und danach hat meine Mama ausprobiert, mit Nauzi Digility zu machen. Wir haben unseren eigenen Agility- und Digility-Parcours aufgebaut im Garten. Das ist toll. Mauzi war erst unsicher, aber mittlerweile kann er das richtig gut. Am Abend haben wir uns dann auf meinen Agility-Platz gesetzt und den Sonnenuntergang beobachtet. Das mag ich am liebsten, das macht mir so viel Spaß. Meine Oma sagt, ich bin ein richtiges Camping-Enkelchen. Ihr größter Wunsch ist ein Wohnmobil und mit uns dann in Urlaub zu fahren. Ist das schön? Hihi. So, das war mein Tag. Ich hoffe, euch hat's gefallen und Küsschen auf Schnüsschen, euer Tobi. Hihi.